Willkommen zurück im Terra-Tempel. Meduli hatte irgendwie das Verlangen, hier neben dieser Truhe zu stehen. Warum auch immer, anstatt diesmal am Anfang vom Level. Weiß der Geier warum. Nein, stopp, runter. Ah. Ich wollte sie ja einfach da hinsetzen, aber nein. Muss sie wieder alleine machen. So, Meduli, zack. Na komm, flatter nach oben. Ein artiger kleiner Vogel. Mach das Auge hell. Ich mach das andere Auge hell und dann kriege ich den großen Schlüssel. Und dann darf ich den Endboss kaputt machen. Die freundlichen Sonnen. Yay. Wenn da jetzt nur die Truhe hin, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Immerhin ein Raum mit Truhe, scheinbar. Meduli, komm mit. Wir müssen da rein. Ja. Warum kann sie nicht einfach sich fallen lassen und dann war es das? Nein, sie muss immer irgendwie... Oh nö. Bleib hier. Ich mach das. Oh nein, nicht die Viech. So, damit sind die aus dem Weg. Ich kann mich ganz und gar dir widmen. Bam. Keine Rüstung mehr. Das heißt, er ist einfach platt. Puff. Und jetzt geht doch bitte die Tür zum großen Schlüssel auf. Jawohl, ja. Frag mich, ob ich Meduli beim Endboss brauche. Ich habe komplett vergessen, was der Endboss war in diesem Dungeon. Nee, der war im Sephir-Tempel, ziemlich sicher. Was war hier? Ich habe eine Vermutung, also einen Boss, der noch hier drin vorkommt im Spiel, aber wie gesagt, ich glaube, das war der im Sephir-Tempel. Da bin ich mir nicht sicher. Ach Gott, Meduli, toll. Warum kannst du nicht keine Leitern hochklettern? Also warum kann ich keine Leitern hochklettern, während ich dich auf den Schultern habe? Jetzt muss ich dich erst wieder hier rausholen. Was ist der Boss in diesem Dungeon? Fragen über Fragen. Und ich weiß die Antwort nicht. Das regt mich so ein bisschen auf. Ganz kleines bisschen. Genau wie es mich auffällt, dass ich jetzt erst wieder sie da hinten hochfliegen muss und dann selber dahin klettern muss, nur um dann... Oder? Kommt man da überhaupt? Ich kletter erstmal dahin und schau dann, ob ich da nicht mit dem Dekoblatt hinfliegen kann. Oder ob ich da mit ihr auf dem Kopf hinklettern muss, Quatsch, hinfliegen. Na komm. Nein, was? Warum lässt er denn da jetzt los? Ist doch nicht wahr. Probieren wir, ne? Jupp. Läuft. Mal erstmal hier, gucken, was drin ist. Zwei Rubine. Zweimal Mana. Magische Energie, wie das hier im Spiel heißt. Und ganz viele Rubine. Yay. 335 Rubine. So, dann wollen wir noch Meduli holen. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob man die überhaupt in den Raum mit reinnehmen kann. Aber naja, vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste. Im schlimmsten Fall bleibt sie einfach da stehen. Hi. Ja. Okay, ohne Meduli. Schade aber auch. Dunkler Raum. Okay. Gut. Nicht der Gegner, den ich gedacht habe, aber was... Ach nein, auch nicht der. Ja, okay. Ich weiß auf jeden Fall, wie man ihn besiegt. Die große, große, böse Maske, in dem alle Geister drin sind.
Mit einer großen bösen Geisterlaterne. Hey, mach mal hier kein Feuer in die Lichtstrahlen, den ich dich kaputt machen will. Nein, 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 nein. Nein, 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 auch nicht, auch nicht. Hör doch mal auf mit dem Scheiß. Ach ja. Irgendwofür müssen sich die Kraft am Ende ja auch noch gelohnt haben, außer. Für den Eingang hier. So. Und so besiegt man diesen Gegner. Also einfach so lange an die Wände kloppen, bis da die kleinen Gegner rauskommen und dann. Ne? Irgendwann ist er dann nicht mehr. Plöp, 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 plöp. So, wo landen sie? Ich frage mich gerade, ob man nur eine bestimmte Anzahl Geister immer pro Gegenschmeißen kaputt machen kann, ob das wirklich zeitlich begrenzt ist. Also, wie es aussieht, muss ich es noch zweimal machen. Weil es sind noch zwei Lichtstrahlen da und es geht immer einer zu, ne? Cooler, 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 kaputt. Jo. Hm. Der letzte jetzt noch. Das war so klar. Ein Geist. Jo, ja, saug alles auf und dann macht ein komisches Feuerding, aber irgendwo da, wo ich nicht bin, weswegen ich dich prima jetzt wieder mit dem Licht bescheinen darf. Ich dann da hinschmeiße, in der Zeit das Ding hier aufmache, weil ich hab ja Zeit. Da ist er. Paff, das war's. Versucht er sich zu verziehen, aber nein! Licht und die Maske ohne Geister ist nichts als eine Maske und zersplittert am Boden. Das ist Herzteil. Und Link freut sich. Wie ein Schneekönig. Wo ist eigentlich Melodie? Die sollte dann den Tempel auf jeden Fall mal ein bisschen aufräumen. Hier sind irgendwie ein bisschen viele Schädel und so auf dem Boden. Naja. Habe ich da gerade angeleuchtet? Ach, den Rubin. Na, ja, okay. Dann. Ich hoffe mal, Meduli kommt jetzt irgendwie mit. Ach so, nee, da kommt. Ah. Kommt ja wieder dem Master Schwert seine ursprüngliche Stärke, das Böse vom Antlitz, der will zu verbannen. Und so. Jetzt spielen sie nochmal das Lied zusammen. Yay! Da bin ich ja gespannt. Das ist so geil, was jetzt kommt. Achtung. Trommelwirbel. Pew.
Boah, wie geil! Durch die Gebiete des Terra-Weisen hat das Master Schwert wieder einen Teil seiner alten Stärke zurückgewonnen, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Vergesst wieder den wichtigsten Part. Q-Tip, damit hat das Master Schwert aber noch nicht vollständig seine alte Stärke zurückerlangt, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Immerhin. Es bedarf noch des Segens eines weiteren Tempels, nämlich den des Sephir-Tempels, um es vollständig erwachen zu lassen. Also dann, Q-Tip, bitte schreit durch das Licht und finde den Weisen des Sephir-Tempels. Ich werde hier meine Gebete fortsetzen, beeil dich. Oh, muss ich ganz alleine hier rumeiern? Q-Tip. Komori, bitte kümmere dich. Oh. Kann der nicht einfach aufhören, da rumzubeten, wenn Ganondorf besiegt ist? Also, ich meine, dann braucht das Masterschwert die Stärke ja eigentlich nicht mehr. So theoretisch. Aber naja, Leute. Wie? Keine Predigt? Oder sonstiges? Alles klar. Nicht, dass ich mich beschweren würde, dass ich jetzt hier nicht noch 3 Stunden Text vorlesen muss. Wo ist denn... War das die? Fuck. Ich habe keine Ahnung mehr, wo die... Hier, die Frost... Der komische Frostding ist. Hab ich da nicht. Ja, Seekarte. Eine Spitze 1, 2, 3, 4, 1. Nee. Geh doch mal weg da. Pack das die Spitze. Bitte das für ein Kordial. Ach Gottdammit! Nein, nicht aussteigen. In welche Richtung gucke ich jetzt in die falsche? Das war so klar. Ich könnte jetzt natürlich eben im Internet suchen. Wo diese blöde Insel ist, aber... Dann frage ich eben den blöden Fisch nochmal. Gott, ist das ätzend. Alles nur für schwere Stiefel. Kann ich ja schon mal das Futter aus der Tasche dahin packen. Es braucht alles wieder Zeit. Die ich nicht habe. Warum hebe ich auch diesen Schatz nicht? Immerhin ist die See schön ruhig. Ist da links von mir? Ach, Portemonnaie. Wo ist denn der Fisch? Da ist der Fisch. Ja, 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 gehen wir den auf den Sack. Nun komm. Gib mir die Info, die ich haben will. Du hast dein Futter gekriegt. Hey Jungchen, was soll der Geiz? Na super, Informationen, okay. 5 Regionen nach Süden und 1 Region nach Osten. Okay. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5 und 1 nach da. Das heißt, okay. Was? Nein, ich will jetzt kein Spielchen machen und dich wegziehen. Man kann ihn dann noch abschießen, weil sein Rücken und so, aber nein. Doch da. 5 nach Süden, 1 nach Osten. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, gut. Südliches Feenkordial. Go, go, go. Wir brauchen die schweren Stiefel. Setzt uns in der linken Seite ab. Wir müssen nach da. Hm.
Ist das der richtige? Das sieht nicht aus wie der Eisberg. Doch, es ist die Eisberginsel. Alles klar. Wo ist denn der Fisch hier von? Da hinten. Moment, stopp, halt, halt, stopp, nein, aus. Fisch. Dem kann ich jetzt auch eine Stimme geben, einfach nur, weil ich die Info nicht eben schnell brauche. Hey, Jungchen, ich weiß Bescheid über dich. Du hättest gerne Region auf der Seekarte nach einer nützlichen Option. Da fällt es mal Seekarte auf. Ja, den Teil habe ich jetzt ein bisschen gehetzt gemacht. Ihr wisst warum, kommt schon. Vierninsel. In diesem entsetzlich kalten Gletscher soll ein sagenhafter Schatz schlummern. Dumm ist nur, dass man beim Versuch, sich zu holen, nicht nur Frostbeule, sondern gänzlich als Eiszapfen endet. Aber vier Regionen im Norden hier, okay. Quatsch, Feuerpfeile, ja. Danke, ja, bis die Tage, tschüss. So, auf was muss ich denn jetzt Feuer pfeilen? Damit das klappt. Einfach auf das Ding in der Mitte. Whoopsie fucky do. Was war das? Achso, ich habe Mana verloren. Boah, diese blöden. Soll ich denn die Truhe aufmachen, wenn ich hier nicht vernünftig laufen kann? So. Eine Schatzkarte. Ja, wunderbar. Als ob ich davon nicht genug hätte. Und was kriege ich außer Rubinen? Wahrscheinlich nix. Mehr Rubine. Ich habe genug Rubine. Ich will hier hoch. Wo ist der Weg hier hoch? Da. Hepp. Los, los, los. Wir haben keine Zeit. Wir müssen da rein. Jetzt rutscht der auch noch oben. Nein, du sollst dich dagegen rutschen. Du sollst hier hoch. Nicht wahr jetzt. So ein Schuss hier wieder. Ja, zieh dich hoch. Zieh dich hoch! Nicht, oh. Link, ey, du machst mich wahnsinnig. Machst du schreien wie so ein Mädchen. Warum ist er da nicht abgesprungen? Das ist nicht wahr. Einen Rappel. Ey! Verfluchte. Warum springt der da nicht? Muss ich da schneller sein oder was? Ihr seht es auch, also, ne, das ist jetzt nicht meine Schuld. Der springt einfach nicht, der blöde Spasti. Weißt du, hier läuft die Zeit ab und er rutscht hier durch die Gegend wie so ein Vollhorst. Na, geht doch. Komm, Link, wir haben noch 3 Minuten. Gib mal Gas jetzt. Das ist doch nicht wahr! Das Spiel will mich einfach verarschen. Ey, jetzt ernsthaft. Mal springt da nicht, wie er gerade lustig ist. Ja. Warum auch immer die Sterne jetzt günstig standen und ihn dazu verleitet haben, doch zu hüpfen. Toll, Link. Wirklich toll. Jetzt darf ich hier drin auch nochmal irgendeine Scheiße machen. Und hab noch ganze 2 Minuten dafür. Es ist zum... Der hat auch...
Ich hasse dich, Link. Ich hasse dich so doll. Ich habe mich auch ein bisschen an diese Rutzpartien von Mario. Oh, wenn man die Truhe da auf, dann hast du die schweren Stiefel und dann ist es gut. Meine Fresse. Da, die Eisenstiefel. Toll, wo habe ich die jetzt? Da. Da ist noch was. Bin gespannt. Okay. Mag die Herausforderung, ich mache alle drei gleichzeitig platt. Oh, es sind sogar vier, da waren zwei drin. Ich habe das Gefühl, dass Master Trailer wieder ein Stückchen stärker geworden. So. Wie? Krieg ich jetzt den Nick? Ach ne, das ist noch ein Gegner. Nein, leider vergessen. Was kriege ich jetzt? Was kriege ich jetzt? Was kriege ich jetzt? Eine Truhe, ich weiß. Wahrscheinlich ist nur eine Schatzkarte drin, aber hey. Noch zwei Rubine. 967 Rubine. Das ist eine Menge. Oh, ein oh, 100. Geil. Na toll. Hat sich ja gelohnt, dass ich davon nur 40 gekriegt habe. Eigentlich müssten ihm die Füße, die Schuhe jetzt die Beine abreißen oder so. Ja, leck mich, ich schwimme jetzt. Gut, dann wird das mit dem weisen Sephi-Tempel diese Folge wohl doch noch nix. Aber... Okay, Butter. Ich segel einfach mal los und mach dann meine Abmod und teleportiere mich dann in der nächsten Folge. Von daher, macht's gut, das war's mit dieser Folge The Legend of Zelda Wind Waker HD. Ich hab's ganz toll geschafft, einen Boss zu besiegen und Eisenschuhe zu holen. Und festzustellen, dass man auf Eis scheinbar nicht gut springen kann. Ja, ansonsten viel Spaß bei der nächsten Folge, wenn ich dann rausfinde, wer der Terrorweise ist und ihn abhole. Ich weiß es, ihr werdet es herausfinden. Deswegen wieder einschalten, abonnieren, liken und teilen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.